Hallo und herzlich willkommen wieder bei Nerd von Medizin. Ich sitze wieder hier mit Thomas Plappert, einem. Hallo. Hallo. einem der Experten in der deutschen Notfallmedizin-Szene, wenn ich es schon rausbringe. Hier beim Notfallmedizinkurs Update 2018 in Frankfurt. Und ein großes Thema natürlich momentan, lieber Thomas, ist die Influenza, die Grippe. Und jetzt gehen wir gleich mal richtig rein. Das ist ja ein Thema, das uns jeden Tag ordentlich überrollt oder? Möchte man sagen, eine Grippewelle, die über uns zusammenbricht, oder? Genau, irgendwie scheint es jedes Jahr verrückterweise zu passieren und jedes Jahr sind irgendwie alle ganz überrascht. Ja. Aber jetzt mal, bevor wir darüber reden, was man mit der Grippe vielleicht organisatorisch machen kann, um was besser zu machen, was ist denn eigentlich mit den Patienten? Also, ich tue mir immer schwer. Da gibt es die klassische Männergrippe. Ne? Der 35-jährige, völlig gesunde Patient kommt in die Notaufnahme um 4 in der Früh, weil er bisher noch keine Lust gehabt hat, zum Hausarzt zu gehen und glaubt, dass er jetzt schwerst krank ist. Meistens ist es ja nicht. Meistens müssen wir den nicht ausführlichst Blut abnehmen, EKG, Röntgen, CT oder irgend sowas machen, sondern meistens können wir den mit symptomatischer Therapie, viel trinken und so weiter nach Haus schicken. Aber bei welchen Patienten, Thomas, auch im Rettungsdienst, muss man vielleicht ein bisschen aufpassen? Wo sind so Risikopatienten? Also ich bin besonders aufmerksam zum einen im Herbst des Vorjahres, nämlich dass ich selber mich um meinen Impfschutz kümmere. Das halte ich für was ganz Wichtiges, wenn wir im medizinischen Bereich arbeiten, damit wir selber uns und unsere Familien schützen. Und das Zweite ist, da sind die Zahlen ja auch relativ klar, wenn das medizinische Personal geimpft ist, ist die Mortalität in den Krankenhäusern und Altenheimen niedriger, als wenn das Personal nicht geimpft ist. Also ich glaube, das schulden wir uns, unseren Familien und unseren Patienten, dass wir über unsere Impfung nachdenken. Das Zweite ist, wo ich gut hingucke, sind Patienten, die einen plötzlichen Beginn mit hohem Fieber und schwerem Krankheitsgefühl haben. Gut, das können immer noch Patienten mit Männergrippe sein, ja. Und deswegen gucke ich dann einmal in die persönliche Anamnese. Gibt es da Hinweise auf Immunsuppressionen, also chronische Vorerkrankungen? Oder sind es hochbetagte Patienten oder eben auch besonders junge Patienten, also Kleinkinder, Babys mit den genannten Symptomen? Wie unterscheidest du jetzt klinisch zum Beispiel den mit Husten, den 30-Jährigen, und der sagt, ja, aber ich habe doch sicher eine Lungenentzündung? Jetzt ist er gar nicht so schwer krank aus meiner Sicht. Gibt es da irgendwie so einen Trick oder reicht dir da die körperliche Untersuchung? Was hilft dir da so von? Ja, also es gibt zwei Sachen. In der Regel ist die körperliche Untersuchung ja zunächst mal ausreichend. Das ist auch das, was der Hausarzt macht, das ist quasi. Genau. Da läuft auch nichts anderes. Was der Hausarzt von der Notaufnahme oder vom Rettungsteam unterscheidet, ist natürlich, dass der sagt, und ich glaube, das müssen wir von den Hausärzten lernen, noch ein bisschen besser, dass der sagt, wissen Sie was, morgen oder übermorgen sehen wir uns wieder. Und insbesondere sehen wir uns wieder, wenn es Ihnen nicht besser geht. In der Regel sind das virale Erkrankungen, auch eine schwere Virusgrippe, triggert ja nicht sofort eine hochdosierte medikamentöse Behandlung, sondern wichtig ist körperliche Schonung, symptomatische Behandlung, Fieber senken, viel trinken, Ruhe halten. Und das ist überhaupt kein Problem, auch eine schwere Grippe zu Hause auszuliegen. Wir dürfen nur die wenigen, die eine schwere Influenza-Pneumonie entwickeln und darüber möglicherweise ins Lungenversagen gehen, die dürfen wir nicht verpassen. Und das tun wir am besten, indem wir die anbinden, indem das einer in der Hand hält, und das ist idealerweise der Hausarzt. Und ich glaube, das müssen wir Notfallmediziner klar kommunizieren, dass wir jetzt eine Momentaufnahme haben und dass der Patient aber weiterhin in medizinischer Behandlung bleiben soll. Genau, ich möchte das nochmal betonen. Danke, Thomas, für das ganz klare Statement. Nur weil die Patienten in dem Moment, wo wir sie sehen, nicht schwerst krank sind, und sind zum Glück die meisten mit einer Influenza, sonst hätten wir ja Zombie-Film-ähnliche Apokalypse-Zustände, wenn die alle versterben würden. Aber nur weil die jetzt gerade nicht so schwer krank sind, kann es trotzdem sein, dass die eine bakterielle Infektion kriegen, in seltenen Fällen zum Glück nur. Und da muss man denen ganz klar sagen, jetzt im Moment nicht. Aber wenn es ihnen nochmal schlechter geht oder es in ein paar Tagen nicht besser ist, gehen sie zum Hausarzt. Oder wenn es ganz schlimm wird, sind wir auch in der Notaufnahme für kritische Patienten immer da. Absolut. Ich würde damit lieber zu Hause sein wollen. Mit Suppe umsorgt. Genau. Liebevoll umsorgt, genau. Genau, die liebevolle Suppegabe ist so die primäre Therapie. Thomas, jetzt abseits der isolierten Fälle, man sieht ja dieses Jahr, und scheinbar scheint es noch schlimmer zu sein als in den letzten Jahren,
teilweise dramatische Zustände in den Notaufnahmen. Also die Zeitungen sind ja voll davon. Die Notaufnahmen sind überlastet. Die Leute liegen stundenlang, tagelang teilweise in den Notaufnahmen auf den Gängen und so weiter und so fort. Was kann man denn da überhaupt? Kann man da was machen? Ist das Schicksal? Wie siehst du das eigentlich? Ist da irgendjemand schuld? Also da müssen wir einen Juristen fragen, der wird es am Ende rausfinden. Ja, die Antwort wird uns aber nicht befriedigen, befürchte ich. Also ich bin überrascht, dass jedes Jahr alle überrascht sind, wenn die Grippe wieder kommt, dass wir dann viele Grippekranke haben. Ja, das ist ja mehr oder weniger ausgeprägt. Ich glaube, in diesem Jahr ist es tatsächlich ein bisschen ausgeprägt als auch schon. Ich sehe zwei Dinge. Ich sehe das Problem nicht primär in der Notaufnahme. Obwohl die Notaufnahme überfüllt ist und wir in der Tat dort kriegsähnliche Zustände haben, ist es ja so, dass wir die nicht haben oder nicht nur haben, weil so viele Patienten kommen, sondern vor allem, weil die Krankenhäuser so dramatisch überfüllt sind. Und deshalb ist für mich die Sache relativ klar, wir können kurzfristig die Krankenhäuser und die Notaufnahmen abmelden. Aber wir werden keine Erleichterung in der Notaufnahme bekommen, solange wir nicht im stationären Bereich für Abfluss sorgen. Solange nicht die Notaufnahme die Patienten ins Haus verlegen kann und solange nicht im Haus die Prozesse so weit optimiert werden, dass die Patienten zeitnah nach Hause gehen können, wo das vertretbar ist. Was mir noch auffällt, ist auch, selbst wenn man sich abmeldet, das ist dann so ein Spiel, wo einer nach dem anderen wegbricht. Ne? Das heißt, die erste Notaufnahme meldet sich ab, so zwei Stunden später siehst du die nächste Notaufnahme, die nächste, nächste, nächste und dann ist plötzlich alles weg. Ja. Und belasten auch die Rettungsdienste ganz dramatisch. Ne? Nicht nur, dass sie insgesamt mehr Einsätze haben, sondern auch, dass weitere Transportzeit natürlich heißt, dass der Rettungswagen statt 20 Minuten vielleicht 60 oder noch mehr Minuten gebunden ist. Also, und da sind ja auch Leute krank im Rettungsdienst. Also wir haben Personalausfälle im Bereich der Pflege und des Ärztendienstes der Krankenhäuser, genauso aber im Bereich der Rettungsdienste. Und ja, wie ihr auch, bin ich ja eben auch im Rettungsdienst tätig. Und während der Hochzeit jetzt in der vergangenen Woche hatten wir tageweise drei zusätzliche Rettungswagen und ein zusätzliches NEF im Dienst, um diese langen Fahrstrecken überhaupt bewältigen zu können, weil das Krankenhaus sich abgemeldet hat. Mhm. Das ist natürlich eine schwierige Situation und das können wir nicht auf Dauer ausgleichen durch einfach immer mehr RTWs. Ich glaube, hier müssen wir im Krankenhaus klug reagieren. Der Rettungsdienst kann kurzfristig das Krankenhaus unterstützen, aber das Krankenhaus muss so schnell wie möglich wieder arbeitsfähig werden. Wenn wir jetzt überlegen, wo das Problem liegt und wie wir das Problem lösen können, dann müssen wir sagen, nach dem Krankenhausgesetz des jeweiligen Bundeslandes ist jedes Krankenhaus verpflichtet, Notfallpatienten zu behandeln. Mhm. Und wenn wir die Notaufnahme abmelden, bedeutet das, dass die Krankenhäuser ihrer gesetzlichen Verpflichtung für diesen Zeitraum nicht nachkommen können. Das ist ein ernstes Problem. Mhm. Das ist ein ernstes Problem. Wenn wir in anderen Bereichen sagen, wir können unseren gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachkommen, dann wird das unter Umständen schwer sanktioniert. Sind mir keine Sanktionen für Krankenhäuser bekannt, aber es kann für Patienten durchaus Folgen haben. Deshalb, wir müssen so rasch wie möglich die Krankenhäuser in die Lage versetzen, ihrem gesetzlichen Auftrag wieder nachzukommen. Mhm. Das bedeutet, dass die Krankenhäuser so rasch wie möglich dafür sorgen müssen, dass die Notaufnahme wieder arbeitsfähig ist. Da liegt aus meiner Sicht die höchste Priorität. Und das bedeutet, dass es nicht sein kann, dass, wie von dir geschildert, Patienten über viele Stunden oder wenige Tage in der Notaufnahme verbleiben, weil das ist der Funktionsbereich, der arbeitsfähig sein muss, um den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Hier müssen aus den stationären Bereichen entschiedene Entlastungen der Notaufnahme kommen. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, dann schicken wir einfach drei Schwestern und den PJler von der Station runter und der hilft in der Notaufnahme mit. Das nützt nichts. Die Notaufnahme ist völlig in der Lage, diese Situation zu beherrschen, wenn nur der Abfluss auf die Station passt. Mhm. Und hier, da brauchen wir tatsächlich die Unterstützung aller Stationen im Krankenhaus, dass wir da einen raschen Abfluss in die Notaufnahme hinbekommen. Zusammengefasst, danke lieber Thomas. Ich merke mir, bei den Grippepatienten müssen wir darauf achten, wer könnte eine Komplikation haben, wer ist schwer krank. Ja? Da sind vor allem die sehr, sehr alten, betagten Patienten.
Das sind aber auch Jüngere, die Co-Erkrankungen haben, die immunsupprimiert sind und so weiter, die auch sonst vom klinischen Bild wirklich schwer krank sind oder ganz, ganz junge. Und was die Notaufnahmen betrifft, müssen wir in allen unseren lokalen Notaufnahmen verflucht nochmal mit den Krankenhäusern zusammen Pläne erstellen fürs nächste Jahr. Denn das nächste Jahr wird kommen und wir müssen den Abfluss garantieren. Das war's von uns aus Frankfurt mit dem lieben Thomas. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte diskutiert mit. Wie sind eure Erfahrungen mit der Influenza? Was glaubt ihr, was nächstes Jahr passieren wird? Wenn euch das wieder gefallen hat, gilt wie immer, teilen und liken, den YouTube-Kanal abonnieren und alles Informationen und so weiter gibt es natürlich in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Nerd von Medizin. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Tschüss.